Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich wollte euch kurz informieren über eine Sache, die mir vor einigen Wochen widerfahren ist. Und zwar habe ich einen super sympathischen ersten Nachrichtenbrief bekommen, also eine E-Mail und dann weiter dann noch ein paar Videos auf WhatsApp. Da werde ich euch mal kurz meine Szene vorspielen, und zwar aus Paraguay. Buenos días, me presento, soy el capitán Hugo Molas, comandante de prevencionistas de Bellavista. Estamos elaborando este material a pedido del señor André Wheeler, Feuerwehr Willy, de Alemania, quien nos está dando una ayuda para tramitar la obtención de una ambulancia en carácter de donación. Ja, also erstmal ganz lieben Gruß an der Stelle an meine Kameraden und an eure Kameraden aus Paraguay. Ihr wisst ja, Kameradschaft hat keine Ländergrenzen. Wir sind Kameraden durch und durch, egal ob Nord-, Südamerika, Asien, ist für mich komplett egal. Und wir sind eine riesengroße Familie. Deshalb freue ich mich, dass sie sich einfach gemeldet haben, weil ich wusste vorher gar nicht, dass es da irgendwie Schwierigkeiten gibt. In Paraguay, der Kommandant hat mich da halt kontaktiert. Und es geht eigentlich darum, also einen sehr sympathischen Nachrichten. Nicht jeder von euch kennt jetzt Spanisch. Deshalb kurz und zusammengefasst, die haben natürlich auch mit diesen Amazonas-Waldbränden oft zu tun und überhaupt haben die viel ja, Gefährdungspotenzial, dass oft Brände entstehen können. Und die haben sich halt eine Organisation gegründet, die für uns alle letztendlich beim Thema Umweltschutz helfen möchte, ne? Das heißt, die werden in Paraguay sind die wirklich mit knapp 30 Mann, wollen die halt Rettungsdienst, Feuerwehr weiterbilden und wollen halt mehr Ehrenamt auch bei sich im Land anführen. Die Unterstützung vom eigenen Land ist momentan noch in den Kinderschuhen, nenne ich es mal. Und deshalb fragen sie einfach, ob wir vielleicht ein paar Sachen über haben. Das ist natürlich, hört sich erstmal leicht an, dass man sagt, klar, ich habe hier noch das und das und Strahlrohre und können wir alles hinschicken. Nur wenn man natürlich im Detail darüber nachdenkt, das habe ich zum Beispiel gemacht, hat man schnell gemerkt, dass man allein logistisch, um das da hinzubekommen, natürlich als Privatmann an den Grenzen schnell stößt. Da habe ich natürlich Kontakt aufgenommen zum Außenministerium. Herr Maas ist ja, ne, der Außenminister. Und da habe ich Kontakt aufgenommen und dann gab es auch einen Schriftverkehr und wir haben auch telefoniert, versuchen eine Lösung zu finden, um den Leuten in Paraguay auch zu helfen. Also jetzt war es leider nicht so, dass man sagen konnte, jo, endlich wird der Topf angestochen, da gibt es ganz viel Geld, wir helfen ja mal ganz schnell. Das ist leider nicht so. Das ist etwas hakeliger, aber wir sind dran. Nur, dass ihr wisst, was der Feuerwilli noch so nebenbei macht. Nicht nur Ausbildung im eigenen Land, sondern auch über den Kontinent darüber hinaus. Aber habe mich sehr gefreut und wie gesagt, ganz lieben Gruß an die Kameraden, an meine Feuerwehrfamilie in Paraguay. Auch genau wie alle anderen sind immer herzlich willkommen und stehe für Rat und Tat auch gerne zur Verfügung und tue mein Bestes, um allen zu helfen, so wie es geht. Also ich habe es wie gesagt weitergeleitet. Wir sind da noch nicht final am Endstand angekommen, aber wenn es da Neuigkeiten gibt, werde ich euch garantiert informieren und ihr wisst Bescheid, dass losgeht. Und wie gesagt, bis dahin durchhalten, liebe Freunde in Paraguay. Ne? Saludos und ganz lieben Gruß. Finde ich toll fürs Ehrenamt, für uns alle. Bis dann, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.